Hallo und willkommen zu einem Video, in dem wir uns ein Programmiermodell bauen und hinterher gleich noch eine verteilte Infrastruktur dafür. Fangen wir mit dem Programmiermodell an, das sogenannte MapReduce-Modell. Was ist unser Ziel in der Diskussion? Ich brauche etwas, das mir erlaubt, Anwendungen, wie wir sie gerade eben skizziert haben, solche Data Analytics-Anwendungen, einfach aufzuschreiben, in einer Art und Weise, die sich verteilen lässt, ja, sodass ich die Ausführung eines solchen Programms unter diesem Modell einfach auf mehrere, viele Rechner verteilen kann. Dabei bin ich vielleicht bereit, Ineffizienz in Kauf zu nehmen, solange es für den Programmierer ein einfach zu nutzendes und leidlich effizient zu realisierendes Modell ergibt. Die Idee dabei ist jetzt das Folgende. Wir werden alle Daten grundsätzlich als Key-Value-Paare repräsentieren, bei dem sowohl der Key als auch der Value Semantik tragen kann. Die spezifische Semantik liegt in ihrer Anwendung. Und in aller Regel, eigentlich immer, gehen wir mit Listen von Key-Value-Paaren um. Möglicherweise sehr großen Listen, sodass wir auch diese Listen verteilen müssen auf viele, viele Einzelsysteme. Also ein typisches Beispiel wäre vielleicht, wenn Sie wieder an unseren Webcrawler und das Ziel denken, Wordcount im Netz zu erreichen, dann wäre ein typisches Beispiel vielleicht, den Key für die URL zu benutzen und als Value den entsprechenden Inhalt HTML-Seite unter dieser URL abzulegen. Wäre ein typisches kanonisches Vorgehen hierbei. Was ich jetzt brauche, ich brauche jetzt einige, möglichst wenige Operationen auf solchen Listen von Key-Value-Paaren. Und damit das alles schön ineinander stöpselbar wird, denken Sie Microservice, damit ich das alles schön ineinander verketten kann, sollte es so sein, dass ich aus einer Liste von Key-Value-Paaren wieder eine Liste von Key-Value-Paaren gewinne. Sodass ich das immer schön weiterreichen kann und immer wieder auf dieser Grundstruktur operieren kann. Und es stellt sich heraus, dass man mit drei Operationen auf diesen Listen sehr, sehr weit kommt und ganz viel ausdrücken kann. Und die erste dieser Operationen ist das sogenannte Mapping. Für jedes Key-Value-Paar, das wir in unserer Liste von Key-Value-Paaren vorfinden, die wir betrachten wollen, für jedes Key-Value-Paar wenden wir eine Operation an auf Key und Value und ich erwarte, dass ich daraus eine neue Liste von Key-Value-Paaren bekomme. Das muss nicht der gleiche Key sein, das muss nicht der gleiche Value sein. Das können viele Key-Value-Paare sein für ein einzelnes, das ist alles egal. Aus einem Key-Value-Paar entsteht eine Liste von neuen Key-Value-Paaren. In Randfällen kann diese Liste auch leer sein, klar, und sie kann auch nur ein Element haben, auch klar. Aber im Prinzip entsteht eine Liste von Key-Value-Paaren. Das ist die sogenannte Map-Operation. Map kommt aus dem Gedanke, ich habe eine Funktion, der ich als Eingabe einen Key und einen Value gebe und produziert mir eine Liste von Key-Value-Paaren und diese Funktion wird gemappt, ist mapped to alle Inhalte, alle Elemente der Eingangsliste von Key-Value-Paaren. Okay. Ansonsten fordere ich hier gar nichts. Ich fordere hier keine Eindeutigkeit in den Keys, keine Eindeutigkeit in den Values. Da kann im Prinzip rauskommen, was will. Okay? Ja, tatsächlich werde ich diese Keys hier immer wieder sehen. Also das ist sozusagen die letzte Stelle hier in der Folge von Funktionen, die wir gleich anschauen werden. Das ist die letzte Stelle, an der ich neue Keys entstehen lasse. Danach kommt dann nichts Neues mehr dazu. Beispiel. Wenn Sie hier so eine URL wieder haben, ne, so URL Page Content, also Liste von Key gleich URL Value gleich Page Content, dann könnte eine Map-Funktion sein für das Histogramm, etwas sein, das mir eine Liste von Key-Value-Paaren ausgibt und für als Key für jedes Wort, das in der Webseite auftaucht, ein Element mit diesem Wort und der Zahl 1 ausgibt, vielleicht sogar als String. Oder als Zahl, das ist egal, ich rede hier nicht über Typen. Im Zweifel als String hier. Oder wenn Sie ein bisschen schlauer sind, dann lesen Sie den Web-Content ein und zählen nach, wie oft das Wort Paderborn in dieser Webseite vorkommt und geben dann hier Paderborn, 17 aus. Können Sie auch machen. Beides, Sie haben da volle Freiheit, was Sie da tun. Und diese Variante hier, dass Sie hier eine 1 ausgeben, das
Ist sicherlich nur zur Illustration, das würden Sie in Praxis so bestimmt nicht machen. Also formal, Mapping nimmt ein einzelnes Key-Value-Paar, wendet eine Funktion darauf an und diese Funktion soll mir eine Liste von neuen Keys und neuen Values ausgeben. Okay? Sehr schön. Was machen wir als nächstes? Wir haben jetzt also viele Listen von Key-Value-Paaren. Und jetzt ist die Überlegung, dass ja manche Keys, ganz viele Keys vielleicht sogar, mehrfach vorkommen. Und diese Keys werde ich ja irgendwie inhaltlich plausibel gewählt haben. Ich werde mir ja beim Schreiben der Map-Funktion Gedanken gemacht haben, welche Keys ich hier ausgeben soll. Damit kann ich Semantik ausdrücken. Also, wie wäre es mit folgender Idee? Gleicher Key, die Values für gleiche Keys haben vermutlich irgendwas miteinander zu tun. Also sortieren wir jetzt mal um. Sortieren wir das mal so um, dass wir alle diese Zwischenlisten von Key-Value-Paaren so umgruppieren, dass wir alle Werte, die zum gleichen Key gehören, zusammenziehen. Und das machen wir folgendermaßen. Aus allen Einträgen UPB, 1 mache ich einen neuen Eintrag UPB und schreibe alle diese Werte hintereinander weg. Aus den ganzen Key-Value-Paaren, bei denen der Key UPB vorkam. Wenn ich hier allgemeine Zahlen stehen habe, dann stehen hier genau diese Liste von allgemeinen Zahlen, die hier als Value auftauchte. Formal, ich habe eine Liste von Key-Value-Paaren und davon habe ich viele. Also ich habe eine Liste von Listen von Key-Value-Paaren und die Formel umgruppiere ich in eine Liste von Keys, sodass jetzt der Wert für diesen Key eine Liste der Werte ist, die irgendwo hier aufgetreten ist. Okay? Aus einer Liste von Listen von Key Values wird eine Liste von Keys mit der Liste der Values, die zu diesem Key irgendwo vorgekommen ist. Das ist ein sogenanntes Shuffling, ein Umgruppieren, ein Zusammenfassen aller Werte für den gleichen Key. So, das habe ich also jetzt hier, eine Liste von Keys mit Listen von Values. Ich habe vorhin ja schon gesagt, das sind die Keys in meinem Endergebnis. Aber so eine Liste von Werten ist ja doof. Ne? Ich will doch eigentlich vermutlich für meinen Key ein Ergebnis. Also, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss aus dieser Liste von Werten ein Ergebnis machen. Das ist ein sogenanntes Reduce. Für jedes Element dieser Liste von Keys, Wertliste, wende ich eine Funktion, eine Reduce-Funktion, auf diese Liste von Werten an. Im Prinzip kann ich jetzt hier jede beliebige Liste da nehmen, aber damit das plausibel bleibt, sollte die Reihenfolge der Anwendung möglichst gleich sein. Also konkret, ich fordere Assoziativität und Kommutativität. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ich diese Werte da reinstopfe und es ist egal, ob ich diese Reduce-Funktion erst auf Teillisten anwende und das dann wieder mit anderen Teillisten verbinde. Nur dann bekomme ich eigentlich plausible Semantik raus. Und diese Reduce-Funktion wende ich separat auf jede dieser Listen von Werten an, die ich zu allen meinen Keys bekommen habe. Okay, sehr schön. Also für unser WordCount-Beispiel von eben, was wir tun ist, wir nehmen alle diese Werte, die zu den einzelnen Keys, das sind ja die einzelnen Worte, die irgendwo vorgekommen sind, wir nehmen diese Keys und summieren die einfach auf. Was habe ich jetzt also? Ich habe aus meiner Liste von Key Liste mit Wertpaaren, habe ich eine Liste von Keys, die Reduktion der Liste von Werten gemacht. Und diese Reduktion sollte typischerweise ein skalarer Wert sein. Ein einzelner Vektor ist auch okay, aber etwas, was Sie als Ergebnis für so einen Key auffassen können. Das kann ein String sein, das kann eine einzelne Zahl sein, das kann von mir aus auch ein Vektor sein, aber etwas, was das Ergebnis für diesen Key darstellt. Okay? Also, wir machen ein Mapping, ein Umgruppieren durch Shuffling und ein Reduzieren zum Zusammenziehen dieser Listen von Werten auf einen einzelnen Wert. Eigentlich müsste es Map Shuffle Reduce heißen, aber das Shuffling betont man nicht. Man sagt deswegen nur Map Reduce. Tatsächlich ist das ein sehr altes Programmiermodell. Wenn Sie irgendwann mal Lisp programmiert hatten, dann fragen Sie sich jetzt vielleicht, kann man auch anders programmieren? Geht das auch irgendwie anders? Ja, berechtigte Frage. Jeder funktionale Programmierer wird genauso reagieren und genauso denken. Das ist auch gar nicht so das, wofür es berühmt wurde. Dieses Modell ist berühmt geworden,
weil es durch Google in einem berühmten Papier als verteiltes, ich muss es präziser formulieren, als ein Modell identifiziert wurde, das sich gut verteilen lässt und hier ist Google, eine verteilte Infrastruktur bauen lässt, die dieses Modell gut unterstützt. Okay? Was heißt denn das praktisch? Praktisch heißt das, dass Sie als Anwendungsprogrammierer sich worum Gedanken machen müssen. Sie müssen sich um das Map und um das Reduce kümmern. Das liegt danach, was Ihre Anwendung tun muss. Da kann Ihnen kein allgemeines Framework oder sonst wie irgendetwas helfen. Das müssen Sie selber aufschreiben. Aber im Großen und Ganzen der ganze Rest, alles andere, zum Beispiel das Shuffling, das können Sie in eine Bibliothek auslagern. Das ist immer wieder das Gleiche. Und diese ganze Verarbeitung und Verteilung von Listen, von Werten und so weiter, das können Sie alles in einer Bibliothek abhandeln oder in einem unterstützenden System. Darum muss sich ein Anwendungsprogrammierer nicht mehr kümmern. Das heißt, Sie müssen sich lediglich Gedanken über etwas Semantik machen und das in ein Mapping und ein Reducing übersetzen und Sie kriegen die verteilte Ausführung umsonst. Und das ist der Charme dieser Denkweise und dieses Vorgehens. Und das gucken wir uns gleich für das K-Means-Verfahren nochmal an. Im Prinzip können Sie das genauso machen, Sie haben aber auch durchaus noch weitere Steuermöglichkeiten und in so ein typisches Framework einzugreifen, neben dem Map und dem Reduce, wie gerade eben, können zum Beispiel sowas wie einen sogenannten Input-Reader schreiben, also eine Funktion, die Ihnen sagt, wie Sie jetzt eine Textdatei einlesen, zum Beispiel Textdatei, und das in Key-Value-Paare zerlegen. Tatsächlich typischerweise, das müssen Sie meistens auch selber schreiben. Dann können Sie sich überlegen, welche Keys gehören eigentlich zusammen. Eben habe ich nur gesagt, Werte zum identisch gleichen Key werden zusammengefasst durch das Shuffling. Vielleicht müssen Sie das gar nicht so machen. Vielleicht haben Sie sozusagen Äquivalenzklassen von Keys, die Sie gleich behandeln können. Dann können Sie noch solche Partition-Functions und Compare-Functions aufschreiben. Dann können Sie noch Dinge stärker gruppieren. Das kann ein Effizienzgewinn sein, das kann aber auch eine Semantikfrage sein. Das hängt sehr von Ihrer Anwendung ab. Naja, und zum Schluss brauchen Sie noch etwas, dass Sie das Ergebnis in Ihr Filesystem schreiben. Das ist aber meistens trivial, das zu tun. So, das ist das MapReduce-Modell. Schauen wir uns das noch an, was das jetzt für unser konkretes Beispiel bedeutet. Lassen Sie uns überlegen, wie ich ein K-Means, das Floydsche K-Means, den Floydschen K-Means-Algorithmus in ein MapReduce-Framework in diese Denke und Formulierung übersetzen kann. Noch nicht verteilt, erstmal nur MapReduce. Das Verteilen machen wir gleich. Da würde ich Sie jetzt sehr, sehr, sehr einladen. Versuchen Sie bitte hier auf Pause zu drücken und sich das selbst zu überlegen. Das ist ganz spannend, was man rauskriegt, wenn man das selber versucht hinzubasteln. Ich gebe Ihnen folgende Hinweise. Erstens, denken Sie darüber nach, dass Sie viele, viele, viele Datenpunkte haben und typischerweise ganz, ganz wenige Cluster. K ist klein, K ist sehr klein gegenüber der Anzahl Ihrer Datenpunkte. Sodass die Menge an Daten, die Ihre Cluster Center beschreibt, vernachlässigbar ist. Das Zweite, was Sie sich überlegen sollten, ist, der Floydsche Algorithmus ist eine iterative Heuristik. Wie gehen Sie mit diesen Iterationen um? Müssen Sie diese Iterationen jetzt in ein Map reinpacken und in ein Reduce? Oder sind diese Iterationen mehrere Maps und Reduce? Wie verhält sich dieses iterative Gestalten zu dem Denken in Map- und Reduce-Phasen? Und wie passt das zusammen? Ich denke, das reicht als Hinweise. Bitte drücken Sie auf Pause, nehmen Sie sich ein Blatt Papier, versuchen Sie das sich zu überlegen. Vielleicht noch als dritter Hinweis, was nehmen Sie sinnvollerweise als Keys? Das ist überhaupt nicht offensichtlich, was hier der richtige Key ist und wie Sie das sinnvoll zusammenbauen, sodass Sie das Floydsche Verhalten in einem Reduce transportiert kriegen. So, Pause drücken, nachdenken. Wenn Sie jetzt wieder weiter laufen lassen haben, ohne nachzudrücken, dann drücken Sie jetzt auf Pause. Ansonsten, jetzt kommt die Auflösung. Ein typisches Vorgehen, um K-Means als MapReduce auszudrücken, funktioniert folgendermaßen. Sie brauchen natürlich einen Mapper, einen Shuffle und einen Reducer, das ist klar. Und Sie kratzen sich am Kopf, welche Daten eigentlich zusammengehören aus der Beschreibung dieses Algorithmuses.
Es gehört doch zusammen die Datenpunkte, die zu einem Cluster gehören. Die haben ja was miteinander zu tun. Die muss ich hinterher verarbeiten. Diese Datenpunkte muss ich zusammenfassen zu ihrem neuen Mittelpunkt. Das ist doch so eine Reduce-Phase. Das heißt, wenn ich im Reducing alle Punkte zusammenfassen will, die zu einem Cluster gehören, um den Schwerpunkt auszurechnen, nicht die einzelnen Punkte, den Schwerpunkt, unter dem Sie das unterstützen können. Wenn ich das so machen will, dann muss mein Shuffle doch wissen, zu welchem Center ein Datenpunkt gehört. Das heißt, der Center, die Clusternummer, das ist der natürliche Key. Damit kann ich dann shufflen und damit kann ich dann einen Schwerpunkt ausrechnen und so weiter. Das heißt aber doch, mein Mapper muss genau das ausgeben. Und was macht mein Mapper? Mein Mapper muss sich für jeden Datenpunkt überlegen, dieser Datenpunkt gehört zu welchem meiner vier Cluster. Okay? Was müssen Sie dazu wissen als Mapper? Als Mapper müssen Sie wissen, die einzelnen Datenpunkte und diese vier Cluster und diese vier Cluster-Heads. Ja, aber wie gesagt, das ist klein als Information. Das können wir mal irgendwie annehmen, das ist statisch global bekannt. Im Zweifelsfall müssen Sie das nach einer Iteration neu verteilen. Aber das ist klein. Das kriegen wir hin. Also, Sie nehmen an, dass Sie die Cluster Center aus der letzten Iteration global kennen und dann gucken Sie sich einen Datenpunkt an und überlegen, zu welchem bin ich als nächstes. Und wenn Sie festgestellt haben, Sie sind zu Key 3, zu Cluster 3 als nächstes, dann geben Sie 3, Datenpunkt aus. Das ist die Idee. Und dann iterieren Sie das. Okay? Also, etwas formaler aufgesagt, mein Mapper bekommt irgendeine Teilmenge von diesen Datenvektoren und die momentan bekannten Cluster Center. Die werden am Anfang verkehrt sein und werden hoffentlich immer besser werden. Ausgabe ist eine Liste von Key-Value-Paaren, wo ich reinschreibe, mein Key ist der nächstliegende Center oder die Clusternummer, das ist das gleiche. Die nächstliegende Clusternummer, nehmen Sie einen Integer, ist einfacher, und der entsprechende Datenvektor. Okay? Das Shuffling wird jetzt also alle diese Datenvektoren, die zum gleichen Center gehören, zusammenfassen, in eine große Liste schreiben, sodass Sie hier was bekommen aus dem Shuffling. Sie bekommen eine Liste von Key, Liste von Daten und der Key ist Center 1, Liste aller Datenpunkte für Center 1. 2, Liste aller Datenpunkte für Center 2 und so weiter bis K. Okay? Das Reducing wird jetzt angewendet auf Key 1, Liste aller Datas, aller Datenpunkte für 1. Diese Liste reduzieren wir zu ihrem Mittelpunkt. Naja, das ist das komponentenweise arithmetische Mittel. Damit haben Sie Ihren Mittelpunkt ausgerechnet. Dann haben Sie einen neuen Punkt. Und was war jetzt die Regel von Floyds Algorithmus? Die sagt, okay, dieser Schwerpunkt, das wären die neuen Center. Das sind die neuen Zentren meiner K-Cluster. Die muss ich jetzt vor der nächsten Map-Phase, vor der nächsten Iteration durch Floyds Algorithmus, die muss ich verteilen an alle meine Mapper. Aber das sollte gehen. Das ist ja klein, das ist ja wenig Daten. Also, mein Modell sieht ungefähr so aus. Mein K-Means als MapReduce aufgeschrieben. Ich habe meine Datenvektoren aufgeteilt in irgendwelche Häppchen der Größe, keine Ahnung, M. Wir wollen ja irgendwann mal verteilen gleich, also gedanklich irgendwelche Teilmengen meiner Datenvektoren. Und meine relativ kleine Menge von Data Centers ist allen Mappern zugänglich. Ich produziere daraus für meinen ersten Datenpunkt den Key-Value-Paar so und so viel der Center liegt nächstliegend. Das ist so ein Argmin, ne? Argmin über Distanz von CI zu VJ. Und der Datenpunkt selbst. Shuffling führt das zusammen. Ich habe also Center 1 hat ganz, ganz viele Datenpunkte und wir reduzieren zu Center C1'. Okay? Und nächste Iteration. Ist doch cool, oder? So, hier haben wir noch ein bisschen Python-Code. Da brauchen Sie wieder zwei Folien dazu. Das können Sie sich mal selber durchlesen. Das lese ich Ihnen nicht vor. Super. Wir haben uns das MapReduce-Modell zurechtgelegt und wir haben sogar ein gar nicht mal so einfaches Beispiel, nämlich Floyds K-Means-Algorithmus, in MapReduce übersetzt. Ist das schon verteilt? Nee, das ist noch nicht verteilt. Der Python-Code hier ist alles andere als verteilt. Das ist völlig auf einem Rechner. Das ist nicht mal multithreaded.
Also brauchen wir jetzt noch ein weiteres Video, in dem wir uns überlegen, wie verteilen wir sowas. Bis dahin, danke fürs Zuhören.